Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum Ghost Recon Breakpoint Armon Tutorial. Die Armon Drohne ist von der Größe her so die mittlere Drohne in Ghost Recon Breakpoint, aber mit Abstand, mit weitem Abstand, die am einfachsten zu bekämpfende. Um den maximalen Erfolg zu haben, packt ihr euch einen Raketenwerfer und den Perk Sprengstoffexperte. Zusätzlich könnt ihr eine Waffe mit Autofeuermodus und idealerweise erweitertem Magazin einpacken, ist aber kein Muss, aber macht euch das Leben viel einfacher. Warum, sage ich euch gleich. Und wenn ihr noch einen zusätzlichen kleinen Vorteil wollt, nehmt ihr die Panther-Klasse, denn durch das Tarnspray seid ihr nochmal zusätzlich geschützt, falls die zweite Drohne, denn die Armon-Drohnen treten in der Regel zu zweit auf, in Paaren, falls die zweite Drohne nicht sofort erfolgreich bekämpft werden kann, gibt euch das Tarnspray ein bisschen Tarnung, damit ihr nicht sofort entdeckt werdet. Wie ihr die Drohne bekämpft, ist ganz einfach. Ihr packt den Raketenwerfer aus. Am besten natürlich, wenn die Drohnen euch noch nicht entdeckt haben. Denn dann ist ein Schuss, ein Treffer, ein Tod für die Drohne. Und dann, wenn ihr Glück habt, trefft ihr sie auch so. Und dann könnt ihr eigentlich, wenn sie jetzt zum Beispiel zu nah kommt hier, könnt ihr mit der Waffe mit Autofeuermodus draufschießen und dann könnt ihr ihr den Rest geben. Das war's im Grunde auch schon. Viel mehr gibt zu der Armon-Drohne gar nicht zu sagen. Denn wie gesagt, sie sind wirklich mit Abstand die einfachsten Drohnen im Spiel. Lustigerweise sind die kleinsten Drohnen die gefährlichsten. Dann hoffe ich, dass ich euch etwas helfen konnte und freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.